Ja, liebe Fans von Mental Stark for Kids, wir begrüßen euch ganz herzlich hier aus dem zweiten Wohnzimmer von Heidi Diethelm. Wir sehen sie gerade hier hinten voll in der Konzentrationsphase. Wir sind heute kurz Gast bei ihr, dürfen ihr ein paar Fragen stellen. Sie ist aktive Botschafterin von Mental Stark for Kids und professionelle Schützin. Jetzt, Heidi. Hast du getroffen? Ja, sicher. Wie immer. Heidi, wenn ich dir die Frage stelle, wo ist es für dich wichtig im Leben und jetzt auch spezifisch im Sport mental stark zu sein? Ja, also vor allem im Sport habe ich es gelernt. Also da ist für mich ein wesentlicher Faktor. Weil wie gesagt, wir sind hier allein und der einzige Gegner, den wir haben, sind wir selber. Und der spielt meistens im Kopf ab. Also von dem her gesehen ist es eigentlich sehr wichtig, dass ich da wirklich mental stark bin. Und da zieht sich nachher auch ins private Leben über oder ins berufliche Leben, wo man sicher das eine oder das andere auch sehr nützlich ist. Mhm. Merci Heidi, du hast angesprochen, der Gegner bist du selber. Kannst du uns da ein Müsterli geben, was die in dir so... Ein Beispielszenario, was da abgehen kann, während man so einen Schuss? Ja, also zum Beispiel, was man am meisten kennt bei den Schützen, ist, wenn man das Gefühl hat, wir können es jetzt, dann geht es ganz sicher gar nicht mehr. Oder zum Beispiel, wenn man denkt, ja, ich bin gut dran, ich habe noch nie eine 80 geschossen, dann kommt auch ganz sicher eine 80. Also es ist wirklich so schulbuchmäßig, da, was man sich vornimmt oder überlegt oder denkt, da kommt dann auch. Okay, okay. Jetzt Heidi, was würdest du unseren Kids da draußen mitgeben, dass auch sie im Leben so erfolgreich sein können wie du? Ja, ich denke, es ist wesentlich, eben, dass man ihnen so ein Angebot macht, wo sie können ihre mentalen Fähigkeiten so früh wie möglich trainieren. Nicht nur Muskeln und nicht nur das Mundwerk zum Beispiel, sondern eben wirklich auch den Kopf. Gerade in der heutigen Zeit, wo sagen wir so die Gruppendynamik oder auch die Patchwork-Familie oder wo die Eltern beide arbeiten, ich denke, das ist sehr wichtig, dass sich die Kinder relativ schnell können, selbstbewusst eigentlich durchs Leben führen, dass sie Konzentration können herholen und dass sie auch in Situationen wissen, wie sie wieder runterfahren können und klar überlegen, sage ich jetzt einmal, oder klar denken. Sexy Stresssituationen wie Prüfungen und so weiter. Ich glaube, das bringt sicher sehr viel mehr und ist heute sicher ein wesentlicher Faktor in der sehr schnelllebigen Zeit, die wir jetzt haben. Okay, danke Heidi. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Was motiviert dich als Botschafterin von Mental Stark for Kids zu wirken und deine Erfahrung zu teilen? Ich muss sagen, als ich vor... Ich sage jetzt mal, 7 Jahre in den Leistungssport eingestiegen bin und mich eigentlich dort so wirklich mal bewusst mit dem mentalen Training auseinandergesetzt habe. Und heute muss ich sagen, ja, das ist sicher etwas, wo mir auf dem Weg an die Spitze jetzt im Skisport sehr viel geholfen hat, wo man sehr viel bewusster auch macht heute. Und wir haben vielleicht früher schon Sachen gemacht, wo aber nicht wirklich bewusst, sondern wir haben es einfach so durchgezogen. Und ich glaube, da gehört mit zum Erfolg und von dem her gesehen ist es für mich nicht wegzudenken. Ja gut, danke Heidi für deine Zeit, die du genommen hast für uns. Es war sehr spannend hier bei dir und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bei deinen kommenden Turnieren, die du hast und natürlich auch auf deinem Weg nach Rio. Ganz viel Erfolg und... Danke, dass du bei uns gewesen bist. Merci. Danke auch. Jetzt machen wir noch ein Duell, oder? Genau.